Das ist halt echt anfällig gegenüber fliegenden Kreaturen. Denn da ist halt nichts Fliegendes drin. Wieso ist da dieser Mache alle Remasuris fliegend nicht drin? Ich weiß es nicht. So, wir spielen jetzt hier nochmal Ausweichen und Verbrennen. Und er ist wirklich der Girls-Fan. Ich dachte gerade, da steht der Girls-Fan. Ich bin auch ein Girls-Fan. So, wir haben beide Mana. Ist doch schon mal schön. Zwei Cancels mit Zurückweisung und Abbrechen. Und wir haben noch Verkohlen. Fügt einer Kreatur 4 Schadenspunkte zu und dir 2 Schadenspunkte. Und das Bannfeuer. Ja, das ist doch genau meine Kragenweite hier. Genau meine Kragenweite ist das. So, das Bannfeuer spielen wir jetzt natürlich noch nicht. Hier bin ich erster Puppenspieler Girls-Fan. Schwein. Ein Schwein ist das. So, und wir canceln jetzt erstmal eine Runde und haben hier sogar noch die Gelegenheit. Ein Spieler deiner Wahl zieht 4 Karten. Man wartet nicht auf die richtige Gelegenheit, man verschafft sie sich. Die hatte auch was auf der Stirn. Ich denke, es ist ein Tattoo. Finde ich auch lustig, ne? So Leute, die sich das Gesicht tätowieren lassen, ne? Ich habe meinem Bruder von einem guten Kumpel aus meiner Jugend, der hat sich auch das Gesicht tätowieren lassen. Der hat sich echt so wie Mike Tyson so ein Ding ins Gesicht tätowiert. Ey, ist echt krass. Finde ich ja ein bisschen komisch, ne? Was haben wir denn hier? Tyrannisieren. Okay. Das spielen wir jetzt noch nicht. Das ist was fürs Late Game. Wir warten jetzt erstmal und canceln. Okay, er spielt auch schwarz-blau. Wieso spielen die alle dieses komische Deck? Das muss neu sein. Immer wenn der Dimir Beutelschneider einem Spieler Kampfschaden zufügt, wirft dieser Spieler eine Karte aus seiner Hand ab und du ziehst eine Karte. Okay, der ist scheiße. Den canceln wir mal direkt richtig. Oder ist das hier dieses Dimir-Typen-Deck? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich erzähle ich hier schon wieder die ganze Zeit nur Humbug. Und ihr lacht euch hier schon wieder ins Fäustchen. Weil Olsen so verplant ist. Aber hey, verplant sein ist mein Ding, Baby. Okay, er holt sich noch einen Mana. Und was treibt er? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Er hat 3 Mana und macht gar nichts. Auch schön. Okay, wir haben Verkohlen. Der können wir nur Kreaturen Schaden zufügen. Und Bannfeuer. Das heißt, wir machen auch gar nichts. Ah, ist ein Traum hier. Was hier passiert, ne? Das Bannfeuer lohnt sich irgendwie noch nicht. Okay, da ist Schnappi. Okay, das machen wir jetzt noch nicht. Nö, nö, nö. Wir spielen jetzt aber Verkohlen auf Schnappi, oder? Lohnt sich das? Kann er hier Karten abwerfen? Ja. Okay, er benutzt sie anscheinend direkt und hat den Fetten abgeworfen, ne? Ach, weißt du, lassen wir ihm einfach. Den Fetten kann ich auch noch wegbrutzeln. Was ist denn das da für ein Fetter? Alle spielen sie dieses Deck. So, wir haben noch einen Cancel gezogen. Wird ja immer interessanter hier. Okay, wir machen nichts. Wir haben jetzt natürlich schon wieder 7 Karten auf der Hand. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Kummer. Moment, ein Spieler deiner Wahl zeigt die Karten aus seiner Hand vor. Alter, ich wollte jetzt den canceln. Die kein Land ist. Der Spieler wirft diese Karte. Hallo? Ich wollte das Ding canceln. So, jetzt wird hier noch ein Fetter abgeworfen. Wird ja echt immer besser hier, Sieht nicht so gut aus für uns. Ich hätte, glaube ich, diese Fledermaus direkt platt machen sollen. Warum der Cancel hier nicht funktioniert, ist auch so eine andere Frage. Mal gucken. Läuft alles nicht hier so für uns.
Also, wir können ja jetzt momentan irgendwie nicht so wirklich canceln, nur dieses Ding hier machen. Wir machen erstmal wieder gar nichts. Wir machen gar nichts. Wir warten hier erstmal ab. Was er da so treibt. Er hat natürlich auch 5 Karten auf der Hand. Von den Toten auferstehen. Das, neutralisiere einen Zauberspruch. Das hätte ich gerne. Wieso kann ich denn hier nicht canceln? Du kommst erstmal direkt auf deine Hand zurück hier. So, das gefällt mir ja gar nicht. Es ist ja hier schon wieder Stress pur, ne? da bin ich hier echt ein bisschen gestresst, ey. Wenn das hier nicht so funktioniert, wie ich will. Blöde Kanzelei hier. So, wir ziehen hier auf jeden Fall diese krassen Kartenzieher. So, da wir jetzt kein Kanzel haben, können wir jetzt Karten ziehen, wenn wir das möchten. Möchten wir das oder möchten wir erstmal ein Bandfeuer machen? Nö, wir möchten jetzt Karten ziehen. 4 Stück. Auch nett. Müssen wir natürlich was abwerfen. Schmerzgrenze. Jeder Spieler kann entscheiden, sich von Schmerzgrenze 6 Schadenspunkte zufügen zu lassen. Falls niemand dies tut, zerstöre alle Kreaturen, die können nicht regeneriert werden. Okay, wir werfen Tyrannisieren ab. Das nervt. Ach, ich muss noch eine abwerfen. Ich wollte eigentlich keinen Mana abwerfen. Komm, wir werfen die Schmerzgrenze auch noch ab. Diese Karten, weiß ich nicht, die bringt's gerade nicht. Wir brauchen Mana und Cancels und sowas. Das brauchen wir. Also mit diesem Deck hier, mit Ausweichen und Verbrennen, dauern die Games natürlich auch echt ewig. Aber, hey, that's Magic, Baby. Und am besten so nervig spielen wie möglich. Damit sich der Gegner so richtig schön freut. So, was macht er da überhaupt? Ninjutsu, okay. Was heißt Ninjutsu? Ninjutsu, folgen dem Pfad der Verstohlenheit, auch bekannt als Ninjutsu. Wenn eine Kreatur von dir angreift und vom Gegner nicht geblockt wird, kannst du eine Karte mit Ninjutsu aus deiner Hand vorzeigen. Ach, das ist dieses Wechseln, ne? Immer wenn der Oni der lautlosen Klinge einem Spieler Kampfschaden zufügt, schau dir die Karten auf der Hand des Spielers an. Okay. Alles klar. Der muss weg. Alles klar. So. 4 Schaden fügt er zu. Machen wir lieber das Bandfeuer mit 5 Schaden, ne? Ich glaube ja. Oder wir könnten auch ihn hier. Oder mit dem könnten wir auch Karten ziehen. Nutzen wir das Bandfeuer. So, 5 Schaden. Auf den. Okay. Dankeschön. Und er tötet uns hier jetzt irgendwann mit diesem 1-1, ich sehe es schon kommen. Ich sehe es doch schon kommen. Vielleicht machen wir den gleich weg mit unserem Elektrolysieren hier. So, der spielt ihn jetzt nochmal. Ich kann ihn wieder töten, Kollege. Ich kann ihn wieder töten. Obwohl, wir brauchen den 1-1 gar nicht töten. Er hat so viel da auf seinem Friedhof, aber wir können jetzt Verkohlen benutzen und dann elektrolysieren. Das könnten wir machen. Okay. Spielen wir jetzt erst Verkohlen. Willst du mich verkohlen? Auf ihn. So, und jetzt spielen wir elektrolysieren. Einmal auf ihn und einmal auf ihn. Alles klar. Alles klärchen. Und gleich könnten wir nochmal Karten ziehen. Wie viel haben wir denn hier momentan? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, lohnt sich noch nicht, Karten zu ziehen. Haben wir noch genug. Ziehe 3 Karten und wirf dann eine Karte aus deiner Hand ab. Okay. Da wir spielen gleich die Mauer und holen uns erstmal ein Kanzel wieder. Und die Klinge des Verbrechens. Na, was? Ach, da kommt der Bolt wieder. Usain. Was, wieso hat der 2-2? Ah, ne. Grenze halt, solange 7 oder mehr Karten in deinem Friedhof sind. Ach, der 2-2, alles klar. So, wir spielen jetzt erstmal die erinnernde Mauer. Und holen uns ein Kanzel, ne? Jo, wir holen uns Kanzel, Baby. Na
klauen wir uns ein Kanzel wieder. So, schön, dann machen wir es mal weiter. Können wir natürlich auch den Schwefelfall spielen? Der wird unsere Mauern nicht mal töten. Mal warten wir erstmal, was er da drüben treibt. Oh, dieses Deck, was wir hier spielen, ist natürlich auch echt nervig, ne? Es ist echt nervig für die Gegner. Es freut mich ja besonders, wenn ich die Gegner noch nerven kann. Ein bisschen Schadenfreude ist ja ein typisch deutsches Phänomen. Nein, nicht wirklich. Aber es ist ein deutsches Wort. Was die Amis ja auch ganz gerne benutzen. Habe ich heute erst ein Video bei YouTube drüber gesehen, über deutsche Wörter, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Sowas wie Backpfeifengesicht. Oder Schadenfreude. So, Kummer, was macht Kummer? Ein Spieler in der Wahl zeigt die Karten vorne. Diesmal wirst du wieder gecancelt. Du Backpfeifengesicht. Schön. Ah, konnte ich es direkt anwenden. So, was kommt jetzt noch? Ach, irgend so ein Fetti hier wieder. Warum hat das jetzt so viel gekostet? Verursacht Trampelschaden. Immer wenn der Spross der Dunkelheit einem Spieler Kampfschaden zufügt, Umwandlung 3. Okay, den hat er umgewandelt. Okay, krass. Er hat auch nur die fetten Dinger, die er dann immer von seinem Friedhof retzt, ne? Er hat so eine Retzerdecke und ich habe hier das Burner-Deck. Das ist ja echt. Ist ja echt geil. Das Schwefelschwall wollen wir jetzt noch nicht spielen. Ich denke, wir ziehen uns erstmal neue Karten. So, schön. Wir haben Miley. Endlich. Und die zauberbrechenden Teufel haben wir auch noch. Die sind übelst geil. Und die Veraffung haben wir auch noch. Ja, nice, Baby. Nice. Wir haben eh keinen Kanzel. Deswegen spielen wir jetzt erstmal Miley. Wir können sogar zweimal Miley spielen. Machen wir doch einfach mal. Warum nicht? Warum nicht? Könnten wir ihn. Machen wir ihm auf jeden Fall ordentlich Schaden. Wenn wir erst die Veraffung spielen, dann noch das Verkohlen hinterher. Oh, was ist das? Fliegend. Strömungstyrann. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, bringe eine bleibende Karte in der Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Krass. Der muss weg. Da machen wir die Veraffung draus, denke ich. Drauf. Draus. Drauf, draus. Okay, die winzigen Dragonauten haben wir auch noch. Aber wir greifen jetzt an, denke ich, oder? Ich bringe zu Beginn deines Versorgten eine zufällig bestimmte Spontan- oder X3-Karte aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Wow, die ist natürlich geil, ne? Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, erhalten die zauberbrechenden Teufel plus 4 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Was macht er? Auf die Hand zurück. Okay, der muss weg. Dann spielen wir das jetzt erstmal so. Die beiden Typen haben jetzt 4-2. Er hat jetzt 3-3. Spielen wir jetzt noch die winzigen Dragonauten. Wollen wir dann attackieren? Wir attackieren dann trotzdem, ne? Auch wenn unsere Mileys dann sterben. Aber wir können das nicht, leider nicht verhindern, dass Mileys sterben. Das heißt, wir könnten natürlich den einen töten. Dann überlebt einen Miley. Und kriegt noch mehr Schaden. Ja, machen wir einfach mal. Okay. Okay, wenn wir jetzt noch das hier spielen, dann töten. Nein, wir können den Typ hier nicht töten. Okay, machen wir es erstmal so. Das war schon ganz gut, denke ich. Ganz gut. Man muss den jetzt natürlich blocken. Macht er nicht. Echt nicht? Krass. Wir ihn doch töten können. Verdammt! Okay, hätte er mit dem mehr geblockt. Was bist du? Verkörperer. Du kannst den Verkörperer als Kopie einer Kreaturenkarte in einen Friedhof ins Spiel kommen lassen. Alter. Er ist der Fetti, ne? Der Fetti. Fetti.
Aber wir müssen da, wir müssen hier gleich alles wegbrutzeln, was hier jetzt rauskommt. Okay, 9-9. Du kannst 6 Lebenspunkte bezahlen und 3 schwarze Kreaturen opfern. Anstatt die Mana-Kosten des Demons von... Was? Fliegend verursacht Trampelschaden. Okay. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Okay. Können wir hier mit 9 Schaden zufügen? Minus 3. Wir haben... 11. Können wir nicht. Können hiermit aber... Kriegen den momentan nicht tot. Okay, dann müssen wir uns erstmal... Bringen wir jetzt erstmal ihn hier raus. Und er verursacht Trampelschaden, der Typi. Und dann ziehen wir uns jetzt erstmal noch Karten. 2 Karten kann man dann zwar nur ziehen. Aber egal, müssen wir jetzt machen. Können wir immerhin attackieren. Hätten wir vielleicht nächste Runde auch machen sollen. Ah, es ist ja nicht so prickelnd gelaufen. Egal, wir attackieren jetzt. Wir müssen jetzt so viel Schaden machen wie möglich. Sonst tötet er uns nämlich bald. Er ist jetzt tot. Was macht der denn? Wieso blockt der denn unsere Typis nicht? Weiß ich auch nicht so genau. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Das war ja schon wieder ein sehr kurioses Game hier, ne? Wirklich sehr kurios. So, da hat er doch bestimmt jetzt keinen Bock mehr, oder? Natürlich hat er keinen Bock mehr. So, wir machen auf jeden Fall noch eins. Was spielen wir denn mal wieder? Stärke des Jägers? Nee, komm, wir spielen nochmal Gedankenlabyrinth, oder? Ja, wir spielen nochmal Gedankenlabyrinth. Gedankenlabyrinth. Wir müssen uns auch mal ein anderes Deck noch bald anfangen. Wollen wir mal ein anderes Deck anfangen? Oh, ist immer so scheiße am Anfang. Aber Zins Ruhm vielleicht? Aber wo ist denn dieses andere Deck? Was, welches ist denn das schwarze? Schwarz-blau. Ist das echt die Masken der Dimir? Ich habe nur ein schwarz... Ups. Nur ein schwarz-blaues Deck. Box of Chocolates. Okay. Komm, wir spielen nochmal. Ausweichen und verbrennen. Wieso denn auch nicht? Dauert ja auch nur 10 Jahre. 4 Mana haben wir. Zwingende Nachforschung. Ist immer ein Kartenzieher. Oh, na gut. Besser zu viel Mana als zu wenig. Und ja, das war mein Kiefer. Okay. Vergolen. Oh, ich wollte ein rotes Mana spielen, aber ist auch egal. Vergolen. Ihr wollt mich doch vergolen. Wollt ihr mich vergolen? Sag mal, fresst ihr hier meine Kohlen? Ey Gott, Wenne. Gib mal in den Keller. Ich glaube, die Russen sind da. Das ist echt, Wenne ist echt der beste Film, oder? Wenn Eckart dann sagt, Wenne, komm runter, heute wird nicht mehr gearbeitet, die Maurer gehen mal aus. So sind die Maurer halt. Immer nur ein Bier trinken. Wird das Maurerradio auf die rechte Schulter geschnallt? der Conti Herforder, und dann geht's ab. Auf den Bau. Ganz Tag ackern. Ich habe ja auch mal Architektur studiert. Und da waren halt auch so Bauarbeiter halt auch teilweise an dieser Uni oder Bauarbeiter, die dann gedacht haben, sie werden doch lieber dann irgendwie Architekt oder sowas. Okay, wir müssen zwei normale Karten abwerfen oder einen Mana. Die scheiß saugende Wellhornschnecke, die ist ja immer noch drin. Boah, komm, wir werfen einen Mana ab. Saugi. Eine fliegende Riesenschnecke. Aufblitzen, fliegend. Ja, es ist ein Kanzel und was du dann kanzelst, das kriegst du dann, kriegt das Ding dann als Stärke. Und wir müssen noch eine Karte abwerfen. Oh Scheiße, dann hätten wir bei Valley abwerfen sollen. Habe ich gerade, konnte ich keinen Mana spielen? Scheiße.
Hey, du, du bist ein Kackkanzel. Weg damit. Scheiße, das war ja hier Fail hoch 10, ey. Was mache ich hier eigentlich? Ich quatsche hier schon wieder zu viel. Oh, jetzt kommen Ratten. Jetzt muss ich noch eine Karte abwerfen. Mein Gott. Wird hier immer schlimmer hier. So, hier, ja, Wellhornschnecke. Also das war ein grandioser Kartenzieher, den wir gerade gemacht haben. Wir werfen einfach direkt wieder alles ab. Die riesige Wellhornschnecke, ey. Hat doch nicht mal Latten am Zaun. Okay, wir haben immer hier so einen halben Kanzel und Verkohlen. Oh, das brauchen wir alles noch nicht. Weiter, weiter, weiter. Der bringt ihn ja wieder auf die Hand zurück, dieser Kanzel hier, die Zurückweisung. Und wir ziehen dabei eine Karte. Ist eigentlich echt eine coole Karte hier. Zum Beispiel das hier. Das geht gar nicht. Das machen wir jetzt erstmal so. Kriegt er den Kollegen wieder auf die Hand zurück. Und wir kriegen was Schönes. Sengender Speer. Der sengende Speer fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Nett. Nett, nett, nett. Aber wir könnten einen Kanzel gebrauchen. Ach, du bist ein Kanzel, ne? Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 4 oder weniger. Sehr gut. So, wir machen jetzt erstmal weiter. Jetzt muss er erstmal Mowgli da spielen, oder wie der Typ heißt. Mowgli. Wo ist Mowgli? Mowgli kommt noch nicht. Mowgli kommt erst gleich. Ah, Nase juckt. Ach nee, der Dimir Gildenmagier kommt. Ach, der ist natürlich auch nervig. Wollen wir den jetzt spielen? Ja, ne? Na komm. Kanzeln wir doch direkt weg, den Typi. Sowas lasse ich mir hier ja nicht bieten. Okay. Wir ziehen noch mehr Mana. Holen wir uns noch ein Blaues. Hallo? Hallo? Was ist das hier? Leck? Alter. Werde ich ja verrückt. Werde ich ja verrückt. Okay, wir haben hier Verkohlen. Ah, wir können spielen noch nicht. Nee, nee, wir warten hier ab. Wir haben keine offensiven Karten, deswegen müssen wir hier erstmal ein bisschen defensiv spielen und ihm erstmal alles wegbrutzeln. Mal so ist das Deck hier. Hier ist der Mowgli. Moroi, fliegend. Ja, der muss weg. Okay, lassen wir ihn erstmal drauf kommen. Er hat 4. Deswegen spielen wir jetzt Verkohlen. Und der Typi ist direkt weg. Tschüss. Tschüss, Mowgli. Ab in den Dschungel mit dir. Baloo mag dich nicht mehr. Kannst du zu... Boah, wie lange ich das Dschungelbuch nicht mehr gesehen habe, ne? Aber ein Kumpel von mir hat da eine 8mm Filmrolle von. Oh, die würde ich gerne mal gucken, ey. So ein Film auf 8mm, ey? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich glaube, ich habe noch nie einen Film auf 8mm gesehen. Aber wir können immer noch nichts machen. Traum. Oder doch, in der Schule hat man früher mal so ab und zu so 8mm Filme geguckt, ne? Das war mal cool. Geilen 10 Jahre alten Sexualkunde-Film. Richtig groovy. Leute. Also, hatte ich ja echt Bock drauf. James Rolfe, der Angry Video Game Nerd, ja komm, wir ziehen ihn um Mana, ey. Der hat ja auch ein Video gepostet, wo er seine 8mm Collection vorstellt. Nein, das ist nicht der 8mm Porno-Snuff-Film mit Nicolas Cage, sondern so alles mögliche von Disney-Filmen, gerade richtig alten Disney-Cartoons, die halt heutzutage wirklich nicht mehr so politisch korrekt sind. Ein Spieler deiner Wahl... Na, ich muss hier erstmal auf X drücken. Ein Spieler deiner Wahl legt die obersten 2 Karten in der Bibliothek auf seinen Friedhof. Okay. Warum auch immer. Whatever. Whatever. Okay, die gierigen Ratten. Oh. Ja, lassen wir durch. Ich hoffe, er bestimmt jetzt nicht den Schwefelschwall weg. Das wäre nervig. Oder können wir jetzt das auswählen? Nee, ne? Doch, können wir. Okay, was werfen wir weg? Verkohlen, ne? Oder den singenden Speer.
Kreatur oder Spieler. Hier nur Kreatur oder Spieler 3. Nee, komm, wir werfen den singenden Speer weg. Aber wir spielen jetzt aber. Wir spielen jetzt aber Schwefelschwall, wollte ich gerade spielen. Es geht jetzt. Also, oder kriegen wir noch Schaden? Ich glaube nicht, ne? Oh, wer bist du denn hier? Der leuchtende Djinn, fliegend. Alle Spontanzauber und Hexereien, die du spielst, haben Reproduktion. Okay, cool. Los geht's. Der erleichternde Djinn. Der Gegner hat natürlich auch wirklich 7 Karten auf der Hand. Okay, das heißt, wir können nächste Runde das Bandfeuer spielen. Ich glaube, das geht dann richtig ab, wenn er uns den Djinn jetzt nicht sofort tötet. Das wäre hart. Okay, böser Zwilling. Du kannst den bösen Zwilling als Kopie einer beliebigen Kreatur im Spiel kommen lassen, außer dass der Zerstörer eine Kreatur deiner Wahl mit dem gleichen Namen wie diese Kreatur enthält. So. Alter. Das Ding muss sofort weg. Vulkanischer Auswurf. Der vulkanische Auswurf kann nicht neutralisiert werden. Der vulkanische Auswurf fügt jeder Kreatur und jedem Spieler 2 Schadenspunkte zu. Nö. Mist, das Ding macht nur 4 Schaden. Dann müssen wir jetzt ein Bannfeuer auf 1, 2, 3... Hallo? Ach, was will ich denn? Reproduzieren. Ja, zweimal vielleicht. Abbrechen. Ich möchte ihn einmal reproduzieren. Nullmal. Einmal vielleicht. Drei? Nee. Ich möchte ihn nullmal. Ich weiß nicht, was das hier mit dem Reproduzieren auf sich hat. Ich möchte jetzt einfach nur 5 Schaden auf den machen. Auf die Kreatur da. Okay. So. Okay, wir greifen jetzt an. Keine Ahnung, was das da gerade war, ey. Mit der Reproduktion können wir gleich mal einen richtigen Zauber hier austesten. Aber ich hatte gerade die Befürchtung, dass ich da nur einen Schaden mache. Das wäre nicht so geil gewesen. Oh, wir haben noch einen Damage Cast mit 4 Schaden auf der Hand. Verzaubert eine Kreatur. Wenn die verzauberte Kreatur stirbt, bringe ihre Karte unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Wenn der Tod des Narren stirbt, bringe den Tod des Narren auf die Hand ihres Besitzers zurück. Oh, krass. Krass, krass, krass. Okay, wir ziehen Mana. Ist ja ein Traum. Wir machen jetzt erstmal ordentlich Damage auf den Gegner, oder? 2-mal können wir das spielen, alles klar. Auf Spieler, auf Box of Chocolate. Spieler, Box of Chocolate. Spieler, Box of Chocolate. Alter. Das geht ja jetzt ab, ne? Okay, und er ist tot. Wir haben gewonnen. Yay, yeah, die Reproduktion ist ja mal richtig geil, ne? Bam! Olsen! Skidab, man, Skidab. Oh, wir haben auch richtig Schaden dadurch kassiert, ey, hab ich gar nicht gemerkt. Der hat ja mal 2 Schaden und so selber auch gemacht. Okay, Mann, wir gehen ja aber auch ab in Magic the Gathering. So, das war's jetzt aber erstmal für uns. Ich muss jetzt nämlich die Folgen in den Ränder reinwerfen, wie immer, damit hier auch dann wieder neue Folgen für euch gibt. So, wow, das Gamepad fällt fast runter. So, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zur nächsten Folge. Urse sagt Tschüssi.